Zur Taktik gehört auch immer wieder inszeniertes Zurückrudern, neuerdings am extralangen Tisch. Putin lässt heute seinen Verteidigungsminister sagen, ein Teil der russischen Militärübungen sei jetzt beendet, und fragt den Außenminister: Sehen Sie eine Chance, dass wir uns bei den wichtigsten Sorgen mit unseren Partnern einigen könnten? Eine Chance gibt es immer, sagt Lavrov. Ist das ein kleines Signal der Entspannung aus dem Kreml? Was in Putins Kopf vorgeht, wird auch Bundeskanzler Scholz versuchen zu ergründen. Und man ahnt, es werden keine einfachen Stunden werden. Wie wird das alles nun in Washington gesehen? Fragen wir nach bei unserer USA-Korrespondentin Jessica Briegmann. Die US-Regierung hat es eben noch mal gesagt, ein Angriff Russlands könne jederzeit bevorstehen. Eine so konkrete Aussage ist ja eher ungewöhnlich. Was steckt dahinter? Ja, da steckt auch das Signal dahinter, wir sind bereit und wir wissen, was Russland vorhat. Man beruft sich auf Geheimdienstinformationen. Heute bei den Pressebriefings des Weißen Hauses und des Außenministeriums wurde nochmal von diesen Geheimdiensterkenntnissen gesprochen. Die Regierung legt aber nicht offen, woher diese Erkenntnisse kommen, was das für Quellen sind, welche Informanten das sind. Das will man aus Sicherheitsgründen eben nicht preisgeben. Aber vermutlich sind es Satellitenbilder und vieles ist ja auch offensichtlich, wie die 30 Kriegsschiffe im Schwarzen Meer und die 100.000 Soldaten an der Grenze sowie schweres Kriegsgerät. Wie nehmen Sie jetzt die Stimmung in der US-Regierung in dieser Krise wahr? Also die US-Regierung wirkt schon sehr angespannt und sehr nervös. Das sieht man ja auch daran, dass heute verkündet wurde, die Botschaft, die amerikanische Botschaft wird von Kiew an die polnische Grenze verlegt, nach Lviv, das heißt auf Deutsch Lemberg. Und dort kommt das Personal, wird verlegt und eben auch das Botschaftsgeschäft. Und da wird klar, also man ist um die Sicherheit der Botschaftsmitarbeiter besorgt, ebenso wie um die Sicherheit der Amerikaner in der Ukraine. Denn es wurde dazu aufgerufen, dass die Amerikaner, die sich noch in der Ukraine befinden, ausreisen sollen. Und zudem reist morgen der US-Verteidigungsminister nach Europa, und zwar nach Belgien und nach Polen und nach Litauen, um dort auch noch mal Unterstützung für die Verbündeten zu demonstrieren. Es gibt also viele unterschiedliche Punkte, die deutlich machen, dass die USA doch die Situation sehr, sehr ernst nehmen. Und sie haben auch heute noch mal im Pressebriefing betont, dass sie die Situation für sehr gefährlich halten. Was sagen die USA denn jetzt zu der Aussage des russischen Außenministers Lavrov, dass es eine Chance auf eine Einigung gibt? Das wurde hier heute eher kühl aufgenommen, also nicht gerade euphorisch. Das Außenministerium hat gesagt, man hätte diese Bemerkung notiert, man hätte es Notiz davon genommen, aber es scheint sie nicht sehr zu beeindrucken, denn man würde gar keine Zeichen der Deeskalation sehen. Und im Gegenteil, das Weiße Haus betonte nochmal, dass es seit 10 Tagen ja eine Verstärkung der Truppen gebe und es gar keine Zeichen gebe, dass Russland eben deeskalieren würde. Und von daher habe ich den Eindruck, dass man doch, das gehört hat, aber es nicht wirklich glauben mag. Vielen Dank nach Washington, Jessica Briegmann.